So Leute, ja, ich will euch einfach zeigen, ich habe nicht nur auf der Straße gefehlt, sondern hier auch bei mir im Garten. Einen großen Schneehaufen, der könnte noch größer sein. Den habt ihr hier, ja, da habe ich ordentlich was zusammengefegt. Im Prinzip alles, was hier vom Weg rüber kam. Ihr seht auch, es schneit gerade wieder. Es sind also nicht nur Verwehungen, sondern es schneit wirklich richtig. Dann hier den größten Haufen an Schnee. Boah, ich hätte sogar die, sag mal schnell, die beiden Stufen hier freigeschippt gehabt, aber ist sofort wieder alles zugeschneit worden. Ist richtig heftig. Ihr seht auch der Teich, wie gesagt, der friert zum ersten Mal seit langem wieder zu. Jetzt sogar hier vorne. Heute Morgen war es noch erst da hinten gewesen. Ja. So, und dann habe ich hier quasi erstmal den Gang freischaufeln müssen zur Muckibude. Den Gang habe ich freigeschaufelt, ist jetzt wieder zu, weil ihr seht, gerade durch die Verwehung und den Schneefall kommt wieder alles zusammen. Hier waren locker 5 bis 10 cm mehr Schnee gewesen, weil ich habe das alles aufgetürmt. Und hier, Leute, der Riesen, aber wirklich der Riesenschneeberg, den ich heute zusammengefegt habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie platt ich danach gewesen bin, als ich das gemacht habe. Also ich kann euch wirklich nur sagen, mega Workout, aber ihr müsst aufpassen. Und ich bin kein Fan vom Salz, aber ich habe hier ein bisschen Salz gestreut, einfach weil das die Treppe ist und da kann man schnell ausrutschen. Wir haben auch ältere Mieter, demzufolge ist das schon wichtig, dass man hier ein bisschen streut. Aber ihr seht, selbst das bisschen Streusalz, was ich drauf gegeben habe, ja, bringt nicht viel, weil der Boden, der friert sofort wieder zu. Wir haben ja auch minus 6 Grad. Ja, und das war gerade hier die höchste Stelle gewesen, wo ich heute Morgen quasi im Garten gemessen habe, wie groß die Schneedecke ist. Ich gehe jetzt davon aus, rein optisch betrachtet, dass das jetzt so um die 20 cm sind. Die Flocken sind auch aktuell deutlich größer als noch heute Morgen. Ja, das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass da noch deutlich mehr zusammenkommt. Und hier seht ihr auch übrigens, ja, wie groß dann die oder wie wichtig die Flockendicke ist, so gesehen. Ja, ich wollte euch im Prinzip nur mal kurz zeigen, wie es im Garten aussieht. Hier habe ich noch gar nichts freigeschaufelt, weil du kommst einfach nicht mehr hinterher. Das ist wirklich krass. Ja, so, das kurz als Eindruck hier, was meinen Garten angeht. Also hier ist ordentlich was runtergekommen, Leute, ja. Das sieht man ja. Also wenn irgendwo vielleicht nur ein Millimeter liegt, dann liegt dafür an anderer Stelle gleich 5 oder 10 cm. So, und wir werden jetzt gleich mal auf den Rewe-Parkplatz dort vorne gehen und gucken, wie groß dort die Schneehöhe ist. Ja, das werden wir gleich mal machen. Ich mache mal kurz hier wieder Stopp. Ich wollte euch nur den Garten aktuell zeigen mit dem Neuschneefall. Und wir werden nachher, wenn ich wiederkomme von meiner Runde, noch einmal den Zollstock reinhalten in die besagte Stelle, um zu gucken, ob wir nicht dann auch vielleicht sogar die 21 cm schlagen, die ich in dem letzten Video gemessen habe. Ja, bis dahin.